Okay, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Entschlüsselung der Filmreihen von Hollywood. Und heute machen wir eben den Film Superman. Das ist ein Superheld-Comic aus den, ich glaube, das ist schon aus den 30er Jahren, der Superman. Und wie bei allen anderen Blockbusters Hollywood, wenn es um Retter und Erlöserfiguren geht, ist das immer Jesus Christus, die Geschichte von Jesus Christus verpackt, anders verpackt unter einer anderen Maske und den Leuten wieder untergeschoben, so dass die profane Masse da draußen überhaupt nichts sich darüber bewusst ist, dass es sich bei diesen Superhelden immer wieder um Jesus Christus handelt, weil eben der Satan Hollywood kontrolliert und die Geschichte des Herrn Jesus Christus steht von der Bibel und es eben anders verpackt. So ist der Mensch nicht mehr in der Lage, diesen Trick da zu erkennen. Etliche Christen, die den Heiligen Geist haben, haben schon bereits den Braten gerochen und sind sich jetzt bewusst darüber, dass eben bei diesen ganzen Superhelden, Filmen und Comicfiguren sich um Jesus Christus handelt. Und ja, ich begrüße auch meine lieben Geschwister in Herrn Jesus Christus. Der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, nicht nur mit den Geschwistern im Herrn, sondern auch mit jedem Zuschauer, der noch nicht sein Leben dem Herrn Jesus übergeben hat, auf das er errettet wird. Wir steigen auch schon direkt, beziehungsweise ich zeige Ihnen mal hier eben diesen Erlöserfigur, wie Superman eben Jesus Christus darstellt, nämlich die Kreuzigungspose aus dem Film Man of Steel. Das sind dann die Folgefilme. Wir schauen uns aber heute den Originalfilm aus den 70er Jahren an. Man of Steel und die neueren Versionen von Superman werden wir erstmal ausklammern, weil das wird dann zu lange dauern. Aber die Geschichte wiederholt sich auch in den neuen Superman-Filmen. Und dann sehen wir eben einen Ausschnitt aus Man of Steel, wie der Erlöser eben vom Himmel auf die Erde kommt in der Kreuzespose. Ja, die Arme zum Kreuz, die Beine übereinander, das ist also der Gekreuzigte. Superman will so sein wie Jesus Christus. Satan möchte der Erlöser sein, der möchte angebetet werden von Menschen. Und er hat es geschafft. Milliarden von Menschen strömen in Kinos und verlieben sich in solche Superhelden. Aber das sind ja Antichristen, diese Superhelden, weil sie sich anstelle des Christus setzen. Anti, das Wort ist griechisch und bedeutet sowohl gegen als auch anstelle von. Somit setzt sich Satan und seine Diener, diese Superschauspieler, anstelle von Jesus Christus und deswegen sind das Antichristen. Das sind Fake-Erlöser, Fake-Christen, die die Stellung des Herrn Jesus und das Erlösungswerk des Herrn Jesus stehlen und sich selbst die Ehre geben, sodass die Menschen eben einen falschen Christus-Erlöser anbeten. In diesem Fall ist das dann wieder Superman, der weltweit sehr erfolgreich ist unter den Comics und Milliarden, ich denke mal Millionen Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene himmeln so einen Erlöserfigur, Retterfigur an. Das Grandiose an Superman ist, dass der Satan uns immer wieder verschlüsselt zeigt, wer er wirklich ist. Und dann sehen wir, dass er einen purpurroten Mantel trägt. Superman trägt eben diesen purpurroten Mantel an. Ich zeige Ihnen noch ein Bild von Superman mit dem Mantel. Das ist nicht zufällig gewählt. Alles, was diese Figuren darstellen, sind Attribute von Jesus Christus und das hat alles, was mit Jesus Christus zu tun. Der Sound ist immer noch okay, ja? Also ich bin da noch. Ja, die hören dich. Okay. Sehen Sie, Superman trägt einen purpurroten Mantel, was ja überhaupt keinen Sinn macht. Ja, dieser Comic-Held hat einen purpurroten Mantel, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Es sei denn, Sie kennen die Bibel. Denn der Herr Jesus hatte ja diesen purpurroten Mantel getragen. Wahnsinn, ja. Das ist, deswegen trägt Superman diesen purpurroten Mantel. Weil er eben sich anstelle des Herrn Jesus Christus setzt. Ja, das ist der Fake-Superman. Das ist das Problem. Wir steigen ein
Bibel, Johannes 19, Vers 2, damit es auch endgültig besiegelt ist. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, also Jesus Christus, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie auf Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Deswegen trägt als Fake Christus der Superman einen purpurroten Mantel an. Aber wie ist das denn jetzt mit den anderen Superhelden? Was ist denn mit Thor? Der war ja auch im Kino. Was hat der denn für den Mantel an? Ein purpurroten, ja. Komisch. Warum? Warum haben die immer so einen purpurroten Mantel an? Wollen sie so sein wie Jesus Christus und verehrt werden von den Menschen? Satan hat es geschafft. Die Erde ist am Ende angekommen und Satan hat seine Götzen in ihre Herzen eingeschleust. Und die Menschheit, die den Herrn Jesus noch nicht erkannt hat, verehrt eben einen falschen Christus. Und das wiederholt sich immer wieder. Was ist denn übrigens mit den Farben, die diese Superhelden haben? Es ist immer dasselbe. Rot und Blau. Richtig? Rot, purpurrot und Blau. Kombiniert. Was ist mit Spider-Man? Was hat denn für Farben? Ja. Ja, rot, blau. Immer wieder wiederholt sich dieses Prinzip, weil eben der Satan durch die roten und blauen Freimaurerei die Welt kontrolliert. Das ist eben dieses versteckte Hinweis, dass der Satan eben sich selbst als König der Welt, der Retter der Welt, weil diese Superhelden retten ja immer wieder die Menschen. Ja. Und er gibt sich sozusagen die Ehre, er stiehlt die Ehre des Herrn Jesus Christus, aber es ist ja der Teufel. Sehen Sie, was das Spider-Man für ein Zeichen macht? Ja, den Gehörnten. Der durch die rote Hochgrad-Freimaurerei und die blauen unteren Freimaurerei regiert Luzifer unsere Erde und herrscht über sie. Und der Film, wir steigen jetzt schon direkt in den Film ein. Ups, muss ich wieder hochladen. Sekunde eben, muss ich wieder neu laden. Und der Film führt uns direkt zu der Begebenheit damals, bevor Luzifer gefallen ist, also der Fall Luzifer, wo es im Himmel sozusagen dieser Engel rebelliert hat und vom Herrn verbannt wurde vom Himmel, auf die Erde gestoßen wurde. Das ist der Casus Luciferi, Casus Latein, der Fall. Das hat zwei Bedeutungen. Casus ist sowohl der Fall, also wie Fallen vom Himmel zum Beispiel auf die Erde, aber auch der Fall wie ein Gerichtsfall. Wie die Akte. Die Akte Luzifer, ja genau. Und ich hoffe mal, dass das jetzt mal hier klappt. Jetzt muss es gehen. Ja. So. Eben, wo, beziehungsweise vor dem Garten eben sogar, wo der Satan als Engel beim Herrn war und rebelliert hat. Er wollte so sein wie Gott und da kam eben sein Herausstoß aus dem Paradies.
Switch ein bisschen. Geht nicht anders. Es handelt sich hier nicht um Fantastereien oder um die Ausgeburt ungezügelter Einbildungskraft. Nein, meine guten Freunde. Die Beschuldigungen, die ich heute vortrage, sämtliche Punkte der Anklage, die hier gegen einige von euch verzeichnet sind, euren Verrat und eure Verschwörung betreffend. Alle diese Anklagepunkte sind belegt, bewiesen und unleugbare Fakten. Ich bitte euch nun, fällt euer Urteil über diese Angeklagten. Sehen Sie, auch der Lucifer kopiert die Dreieinigkeit, aber eben, das ist die Schwarze. Sehen Sie, sie sind alle schwarz angezogen. Erinnern Sie sich bei Matrix, die Dreieinigkeit, wie sie angezogen war? Die gleiche Geschichte, wenn Sie es einmal durchschaut haben, die Tricks vom Teufel, wiederholt sich immer wieder. Sie ist nur anders verpackt. Wenn Sie diesen Muster einmal erkannt haben, fliegen alle seine Tricks auseinander. Und Sie erkennen dann sozusagen selber ein Muster, das sich wie einen roten Faden über die ganze Filme hindurchzieht. Also immer wieder, ne? Eine Frau, zwei Mann. Genau wie mein Matrix. Und alle drei schwarz angezogen. Mit so lederartigen Klamotten. Über diesen bösartigen Abtrünnigen, dessen einziges politisches Mittel willkürlich Gewalt und Zerstörung sind. Und über diese Frau Rosa, deren Perversion und unbegründeter Hass auf die Menschheit zur Bedrohung wurde für die Kinder des Planeten Krypton. Und das ist eben der Anführer, der Lucifer, der ein Drittel der Engelscharen hinter sich geschart hat und eben rebelliert hat, um den Herrn sozusagen vom Thron zu stürzen. Das ist noch hier rein verbannt. Richtet schließlich General Sott, der einst von euch, dem Rat der Ältesten, mit der Verteidigung des Planeten Krypton beauftragt wurde. Aha, wir haben ja eine Information. General Sott, also Lucifer, war mit der Verteidigung und Schutz des Planeten sozusagen beauftragt worden. Und da haben wir schon den ersten Hinweis. Ezekiel 28, dort wird der Satan sein Fall beschrieben. Ezekiel 28, Vers 11. So spricht Gott, der Herr, du Siegel, also jetzt spricht Gott zum Luzifer. Oh, du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Dieser Engel war voller vollkommener Weisheit und Schönheit. In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topaz, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Das war ein Engel, der Musik machen musste im Tempel Gottes. Er wurde nur deswegen erschaffen. Nur das hat ihm nicht gefallen, zu dienen. Diese Unterstellung, diese Unterordnung hat ihm nicht gefallen. Und deswegen wollte er so sein wie Gott. Dazu kommen wir gleich. Jetzt, Sie haben ja gehört, dass er mit dem Schutz beauftragt war. Und das ist eben Hesekiel 28, 14. Du warst ein gesalbter, was? Schützender Kerub-Engel. Er war sozusagen ein Musikengel, der auch mit dem Schutz des Thrones beauftragt war. Also ganz, ganz nah am Herr. Der Herr hat diesen Engel mit aller Liebe und mit allem ausgestattet und ihn erschaffen. Nur eben diese untere Stellung hat ihm nicht gefallen und so hat er rebelliert. Ich hatte dich dazu eingesetzt, du warst auf dem heiligen Berg Gottes und wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Feurige Steine ist wieder ein Begriff für Engel, unter den Engeln. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Und das ist eben die Rebellion. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden. Und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berg Gottes verstoßen. Und jetzt kommt eben dieser Herausruf. Und dich, du schützender Cherub, immer wieder diesen schützender Engel, dieser Schutzengel sozusagen, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Und das ist das Problem.
wenn so ein Engel mit aller Macht und Schönheit und Intelligenz ausgestattet wird, ist die Möglichkeit, dass er stolz wird, sehr groß. Und das ist eben in den Hof gekommen. Schönheit, du hast deine Weisheit und deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen. Und da kommt dieser Ausruf. Und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Das haben wir eben gehabt. Deswegen schützender Cherub. Weiter geht's. Er war das Haupt der geplanten Revolution. Lucifer war eben der Kopf, der Hauptinitiator der Revolution im Himmel, als der Herr ihn dann rausgeschmissen hat. Er war der Anführer und hat ein Drittel der Engelscharen hinter sich geschart. Typischen Komplott. Ein Komplott. Verschwörung. Die klauen alles aus der Bibel. Alles. Und zwar tief. Er war das Haupt der geplanten Revolution, dieses typischen Komplotts. Er wollte eine als absoluten Herrscher. Ist noch ein bisschen gesprungen, jetzt kommt etwas. Achtung! Mit der Verteidigung des Planeten Krypto. Er war das Haupt der geplanten Revolution, dieses typischen Komplotts. Und was wollte er erschaffen? Passen Sie auf, was er sagt. Er war das Haupt der geplanten Revolution, dieses typischen. Er war das Haupt der geplanten Revolution, dieses typischen Komplotts. Er wollte eine Neuordnung schaffen. Eine Neuordnung schaffen. Und der Begriff Neue Ordnung kommt uns doch bekannt vor, oder nicht? New World Order. Neue Weltordnung. Und an alle Truser da draußen, die immer noch suchen, obwohl jetzt ich schon seit 2 Jahren schon da dran bin, und ich sage, die neue Weltordnung und die Pyramide, das ist der Lucifer. Und Hollywood bestätigt uns das. Also, nach 100-maligem Wiederholen musst du es doch mit einem 5-Gramm Hirn. Das Problem ist auch, in der Truther-Szene sind 5-Gramm Hirn zu viel verlangt. Wobei immer der Bruder Ibi mich korrigiert und sagt, das ist dann, die haben schon genug Hirn. Die sind ignorant. Ja. Auch die Truther wollen nicht die Wahrheit. Die wollen Bankensysteme. Die wollen Trump. Wie er zum Beispiel auf der Toilette einen Sound von sich gibt hinten. Das ist dem wichtig. Vor allem auch viele Christen, die so Illuminati forschen. Die sind daran, was hat der für einen Sound hinten rausgemacht, der Trump? Naja, belanglos. In der Bank, im Banksystem, Chase Manhattan Bank. In welchem Raum war er? Das ist wichtig für die Truther. Aber wer diese Erde beherrscht und was die Wahrheit ist, das interessiert die Truther-Welt nicht. Die Truther-Welt interessiert Adolf. Sie interessieren sich für Sozialismus. Sie interessieren sich für Meditation. Das ist Truth. Aber für die Wahrheit, die wahre Truths interessieren sie sich nicht, weil sie eben nicht Wahrheit suchen, denn sie sind verdorbene Wesen von Grund auf. Also, der Lucifer will eine neue Ordnung schaffen. Das zeige ich jetzt nochmal zum millionsten Mal, weil vielleicht ist das jetzt so schwer zu begreifen alles. Ja, das Auge, das leuchtet, dieser Lichtbringer, Latein, Lucifer. Und was sehen wir eben hier unter der Pyramide? Was hat der vor? Hier, Novus Ordo Seclorum, neue Weltordnung. Eine neue Ordnung will er schaffen, der Lucifer. Und die Truster sind immer noch am Suchen. Was ist das jetzt da oben? Was ist das alles hier? Die sind immer noch am Suchen, obwohl die meine Arbeit kennen. Die sind noch am Suchen. Vielleicht ist ja unter einem Stuhl irgendwo im Schwimmbad noch irgendwie was versteckt. Vielleicht hat der Trump da was fallen oder Putin. Ja, das Problem ist aber, dass sie ihren eigenes Fleisch, die wollen ihre Wahrheit finden, weil die neidisch sind, dass das vielleicht einer gefunden hat. Die würden, selbst wenn die das wüssten, nie zugeben. Weil das jemand anders herausgefunden hat. Und dann möchten die ihre Wahrheit, ne, die aus ihrem Stolz herauskommt. Anstatt den Krempel abzugeben und sagen, ja, ich war blöd, ich habe jetzt falsch und jetzt gebe ich es ab und jetzt habe ich die Wahrheit, jetzt habe ich es genau. Ja, das ist so rein Selbstdarstellung. Die wollen sich selber darstellen von den anderen. Ja, es ist, also, wie der schon sagt, die Verdorbenheit. Ja. Es ist nicht Intelligenzmangel, sondern es ist die Verdorbenheit. Ja, und der persönliche Stolz, den man natürlich nur ablegen kann, wie Jesus gesagt hat, ne, du musst dich verleugnen. Selbst verleugnen, ja. So. Ja, also die neue Weltordnung ist vom Lucifer, der eben rebelliert hat im Garten Eden. Ich sag, geh ruhig ein Stückchen näher da dran.
Also, als absoluten Herrscher über die neue Weltordnung. Geh ein bisschen weiter. Komm hier. Dann komm ich schon hier. Ist nicht schlimm, ich sag dir schon. Woher? Ich bin schon. Weiter, ich sag dir schon. Weil ich sehe das Bild hier. Weiter, komm weiter. Siehst du das hier in der Kamera? Ja, das sieht man alles, glaub mir. Komm rein. Ja, aber ich bin doch schon im Bild an mir. Ja, ist ja nicht schlimm, das kleine. Okay, geh wieder ein bisschen. Ja, okay. Siehst du, das reicht? Reicht, reicht, okay. Okay. Ihr habt jetzt die Fakten. Ich bitte um die Entscheidung des Rates. Schuldig. Schuldig. Von Lucifer wurde ihn schuldig gesprochen und verbannt. Schuldig. Schuldig. Der Beschluss muss einstimmig sein. Damit liegt die Entscheidung bei dir, Joel. Du allein kannst uns, wenn du willst, verurteilen. Und nur du wirst von mir dafür verantwortlich gemacht. Schließe dich uns an. Jetzt kommt wieder die Verfügung. Schließe dich mir an. Ich gebe dir alles, was du willst. Tu was ich sage, und ich kriege. Du kriegst alles, was du willst. Das ist genau wie der Matthäus 4 oder Lukas. Du auch früher schon anderer Meinung gewesen bist als der Rat. Du könntest eine große Rolle in der neuen Weltordnung spielen, wo ich der Herrscher sein werde. Das Problem ist ja, Hollywood zeigt uns alles. Die hat nur das Problem ist, das Bewusstsein dafür fehlt, um das zu entschlüsseln. Aber wenn man es einmal begriffen hat, dann läuft alles, geht alles auf. Alles, was jahrtausende lang versteckt und verdeckt gehalten wurde, geht auf einmal alles auf. Die Größte. Ich gebe dir die Chance, noch mächtiger zu werden, Joel. Ich gebe dir die Chance, noch mächtiger zu werden. Seh dir diese Verfügung. Komm zu mir. Schließ dich an. Schließ dich mir an. Und ich gebe dir alles, was du dir wünschst. Und dann gibt es leider viele Menschen da, die das eben durchgemacht haben und auch noch zugesagt haben. Die haben ihre Seele verkauft. Ergreife sie. Schließ dich uns an. Du wirst noch das Knie von mir beugen, Joel. Oh. Du wirst noch von mir auf die Knie. Kennen wir diese Stelle aus dem Lukas-Evangelium, wo der Satan den Herrn sagt, ich gebe dir alles, was du willst, was musst du nur tun? Auf die Knie fallen. Wenn du auf die Knie gehst und mich anbetest. Wie ich ja sage, entweder sie lesen die Bibel mit dem Heiligen Geist oder sie gucken sich die Filme an. Es ist dasselbe. So akkurat ist die Bibel, was unsere Realität betrifft. Und wir sind kurz vor dem Ende angekommen. Aber auch ganz wichtig, die Anmaßung von ihm zu sagen, du wirst noch dein Knie beugen, weil am Ende wird sich jedes Knie vor Christus das beugen. Das ist richtig. Der hat das immer gesagt, genau, der maß sich an, eben weil er eben so stolz ist, sagte, du wirst vor mir auf die Knie gehen, was ja nicht passiert ist. Der Jesus hat da verneint, hat er nicht gemacht. Und der verdreht auch noch das Wort Gottes, weil, wie Bruder Ewi jetzt gerade gesagt hat, am Ende der Zeit, wenn der Herr Jesus zurückkommt als Richter, wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Also er dreht das wieder um, weil er so sein will, wie Gott. Und wenn es eine Ewigkeit dauert, du wirst von mir auf die Knie fallen. Aber nicht nur du, sondern eines Tages auch deine Kinder. Aha. Wow. Nicht nur der Vater, sondern auch vor allen Dingen das Kind des Vaters fällt auf die Knie. Die Kinder. Die Kinder, ja, also. Wir quasi, ne? Aber natürlich auch wir Kinder, ja, aber auch das Kind des Vaters, weil das ist ja der Vater, was ihr dachtet. Der Sohn ist Jesus Christus. Das ist der Sohn von Kal-El. Ja, der von Jor-El. Und hier zeigt uns wiederum Hollywood ein sehr großes Geheimnis, wieder verpackt und verschlüsselt. Diese Dreieinigkeit, diese falsche, dunkle, schwarze Dreieinigkeit hat etwas mit einem Gebilde zu tun. Schauen Sie mal, wo Sie gleich hineingehen werden. Eine Pyramide natürlich. Viereckig, das der Grund,
Und wenn man hineinschaut, sehen Sie, dass dieser Kegel reingeht und daraus eben die Pyramide sozusagen aus der Froschbecks-Perspektive. Ja? Ja. Da sieht man noch besser. Hier sieht man den Kegel oben am Kopfende, ja? Die Pyramide von der Froschperspektive gesehen. Da geht der Satan rein. Das ist sein Platz. Da sieht man jetzt noch besser. Jetzt guckt die Pyramide noch näher ran. Deswegen die Pyramide auf dem Dollar. Mit dem Auge und Neue Weltordnung. Gerade was ich Ihnen gezeigt habe, diese 5 Minuten, ist die komplette Entschlüsselung der ganzen Illuminati-Sache. Das war's, nur mit den 5 Minuten. Vor allen Dingen zeigt uns Hollywood noch ein okkultes Geheimnis, nämlich dass Dämonen im Spiegel und so weiter sich manifestieren können. Deswegen auch Michael Jackson, sein Hauptlied, eines seiner Hauptlieder, Man in the Mirror. Ja, der Mann im Spiegel, weil das ist der Dämon, der dem Michael Jackson sozusagen seine Ideen gibt. Das ist Satan bzw. Dämonen. Das war eben der Fall Lucifer, als er verbannt wurde aus dem Garten eben von wie Hollywood das verpackt, unfassbar. Ja. Ihr könnt diese Tatsachen nicht ignorieren. Es ist Selbstmord. Okay, ich spule ein bisschen vor. Und da kommt schon eben das Kind des Vaters. Das ist jetzt Jesus Christus. Ja, Superman. Krass. Der Vater zum Sohn und sagt Kal-El. Der Sohn heißt Kal-El. Was ist das für ein komischer Name für den Sohn? Ich bin jetzt nicht gespannt. Schauen wir mal, woher der Name Kal kommt. Und El ist hebräisch Gott. Nur, was heißt Kal? Was heißt Kal auf zum Beispiel Finnisch? Ich mache mal ein bisschen größer, damit Sie alle sehen. The name Karl is Finnish baby name. In Finnish, the meaning of the name Karl is strong. Stark. Starker Gott. Wahnsinn, Wahnsinn. Karl L. Ja, stark und L, hebräisch Gott. Nur, da muss man ein bisschen suchen und forschen, dann kommt man da drauf. Starker Gott. Wer wurde ein starker Gott genannt in Jesaja 9, Vers 6? Der Jesus Christus. Ja? Ich zeige es dir mal. Auf dessen Schultern ruht unser Herrscher. Sehr gut, ja. Für die Zuschauer, die das noch nicht kennen, warum Superman Kal-El heißt, der starke Gott, weil eben der Teufel Jesaja 9, Vers 6 kennt. Wow. Heftig. Jesaja 9, Vers 6. Und die Namen sind auch alle nicht zufällig dort. Unglaublich. Ja, je nach Übersetzung, ja. Oder, ja, genau, hier bei Schlossen 2009. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ja, das ist Superman gerade. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruft auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer. Ratgeber, und was noch? Starker Gott. Starker Gott, Kal-El.
Ja? Stark, Gott, El. Das ist Jesus Christus, ewig Vater, Friedefürst. Ja? Nur die abgefallenen Christen leider, wären die nicht abgefallen, hätte der Satan sein Spielchen hier auf der Erde nicht machen können mit seinen Kinofilmen. Nur dann wäre das System ja gar nicht möglich gewesen. Das heißt, der Herr hat alles sozusagen berechnet. Er hat berechnet, dass die Christen abfallen und milliardenfach in den Kinos gehen und dass der Teufel die dann bearbeitet in diesen Filmen. Hat er alles schon vor. Man muss ja die Weisheit und die Intelligenz mal kurz vor die Augen halten, was der Gott für eine Weisheit hat. Und wie er vorher, weil er das alles sieht, was in der Zukunft passiert, vorher alles hier arrangiert. Diese Macht muss man sich mal vorstellen. Mann. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, der kann immer kommen. Aber kann immer kommen, sagen wir nicht zu Mike Tyson. Ja. Zum Beispiel Mike Tyson, aber vor so einem mächtigen Lebewesen, der das hier alles gemacht und vorher geplant hat. Vor dem haben die keinen Respekt. Muss man sich mal vorstellen. Ja gut, okay, alles klar, die werden es dann irgendwann mal spüren, was es bedeutet, mit dem Allmächtigen sich anzulegen, wenn er einmal mit dir dann zu Gericht geht hat. Okay, gehen wir wieder rein. Starker Gott, Karl L., Jesus Christus. Superman ist Jesus Christus, starker Gott. Aber wir werden dich niemals verlassen. Nicht einmal im Augenblick unseres Todes. Die Summe der Erfahrungen unseres Lebens wird mit dir sein. Alles, was in mir ist, was ich einmal gelernt habe, was ich fühle, ist auch in dir. All das und noch mehr als das übergebe ich dir, mein Sohn. Das ist wie Vater und Sohn. Das ist alles Evangelium. Ja. Das Gespräch zwischen der Herr Jesus, wenn er sagt, alles hat der Vater mir gegeben und so weiter. Sie sehen gerade die Verfilmung von Johannes Evangelium. Verschlüsselt. Wahnsinn. Das stellt sich als Wort dar. Ja, genau. Diese Schauspieler stellen sich anstelle von Gott und die Leute, die in die Kinos stürmen, sind dann die Fans von diesen Leuten. Krass. Weil die ja sozusagen Jesus Christus sind. Die sind die Erlöser, die Helden. Ist die Frau, das symbolisiert jetzt noch nicht die Braut, oder? Nee, das ist also sozusagen die Mutter. Die Einigkeit, deswegen weiß man. Ja, genau, die Dreieinigkeit. Ja, die Wahrheit. Ja, ja. Ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Frau spielt wieder den Heiliger Geist. Aber es gibt auch diese Schwarz-Version. Der Satan, der das auch nachahmt. Du wirst mich in dir tragen. Der Vater wird im Sohn sein. Du wirst mich in dir tragen. Kennt ihr das? Ja, klar. Ich bin im Vater und der Vater in mir. Natürlich. Johannes 14, Vers 9. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeig uns den Vater? Oder Johannes 3, 5. Der Vater, Johannes 3, Vers 5, Entschuldigung. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Deswegen hat der Vater gesagt, ich gebe alles in deine Hand, was ich habe. Das ist Johannes Evangelium gerade. Wahnsinn. Ich und der Vater sind ja. Klassiker, Johannes 10, 30. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, es wird gleich noch grandioser alles. Du wirst meine Kraft zu deiner eigenen machen. Wow. Du wirst mein Leben durch deine Augen sehen. Wow. Der Vater und Sohn, die ganze Zeit hin und her geht's. Ich dein Leben durch meine sehe. Was den Sohn wird der Vater. Das ist ja jetzt offensichtlich. Wenn man das einmal sieht, dann denkt man, sind die in der Gemeinde gerade oder was? Da fragt man sich, ist das eine Gemeinde? Ist das eine freie evangelische Gemeinde gerade da in dem Studio oder was? Lesen die aus der Bibel vor. Aus dem Vater wird der Sohn, aus dem Sohn wird der Vater. Johannes Evangelium. Das hält man wirklich. Ja, ist sofort checkt man das, ne? Ja, die lachen alle, weil das so ist. Das Problem ist, dass der normale weltliche Mensch das nicht versteht. Ja, weil er die Bibel nicht kennt. Jeder Mensch, der die Bibel liest und auch den Heiligen Geist, aber es gibt Leute, es gibt viele Christen, die den Heiligen Geist nicht haben und die lesen, die können den 5000 machen. Ja, genau. Ja. Oder Theologen, gibt es da viele, die Martin Luther studieren, aber nicht der 4 Millionen Geist. Ja, bei Martin Luther, er müsste sehr oft auf die Toilette zwischendurch, weil er sehr viel Blähungen hat und er muss hat er auch
sehr oft darüber gesprochen, dass er eben viel Gas ablassen muss. Und deswegen wird er es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja. Weil er sehr edel ist, der Martin Luther. Er muss verehrt werden von allen Christen. Vater wird der Sohn. Aus dem Vater wird der Sohn, aus dem Sohn wird der Vater. Ja? Ich und der Vater sind eins. Der Sohn sagt, ich und der Vater, das ist jetzt komplett Bibel. Das ist alles, was ich dir. Ich übergebe dir das ganze Gericht. Das ganze Gericht. Alles ist ihm übergeben worden. Das ganze Gericht ist ihm übergeben worden. Matthäus Evangelium, letzte Kapitel. Ja. Ja, Reinheit. Ja, das Licht, ja, das Dreieinigkeit. Es gibt auch natürlich sehr viele schlaue Arianer. Die ganze tausendmal lassen das sein. Ja. Sie sind genauso ignorant wie die Truser, wie die alle heißen da draußen. Die wollen die Wahrheit einfach nicht akzeptieren. Die Entrückung stattgefunden hat, dann ist vorbei. Aber es wird Überlebende geben in der Apokalypse, weil der Herr Jesus ja wieder zurückkommt auf die Erde, um das tausendjährige Reich zu eröffnen, als König der Welt. Für die Juden, weil er ihnen das versprochen hat, aus dem alten Mund. Und nach der Entrückung? Nach der Entrückung geschieht dann die Apokalypse. Dann werden ungefähr 3/4 der Menschheit ausgelöscht. Thank you.
Ja, wird auch die rote Farbe, vor allem die Hölle. Ja, wenn die alle in die Hölle geschmissen werden, später die Seelen. Und das ganze Geschrei und so weiter. Feuer und Schwefel. Oh, Feuer und Schwefel. Wenn die Seelen alle in die Feuersee geworfen werden, nach dem Weltgericht, nach dem Weltgericht. Jesaja ja 14,12, ja? Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Hey! Der Morgenstern wird auch im Neuen Testament, ich weiß jetzt nicht die Stelle, der wird auch nochmal extra, wird dann nochmal auf den Herrn Jesus bezogen, als auch für Luzifer bei uns. Der Glanzstern ist Luzifer, der helle Morgenstern ist Jesus Christus. Ja. Als normaler Mensch kommt er auf die Erde. Der Vater sendet seinen Sohn als normales Baby. Maria, der das Baby getragen hat, ganz normaler Mensch wurde sozusagen. Der Sohn Gottes wurde Mensch, wie jeder andere Mensch auch hier auf der Erde. Ich habe uns die gesamte Literatur und die Summe aller wissenschaftlichen Erkenntnisse von Dutzenden anderer Welten, die uns bekannten 28 Galaxien. Du hast jetzt dein 18. Lebensjahr erreicht, nach dem Zeitmaß der Erde. Ich wäre nach dieser Rechnung bereits seit vielen Tausenden von irdischen Jahren tot. Alles Wissen, das ich selbst von der Welt der Materie und des Geistes besaß, habe ich dir auf die Reise in deine neue Heimat mitgegeben. Eine gewaltige Summe des Wissens aber, es sind doch bloß Fakten. Jetzt hast du Fragen an mich zu stellen. Und die Zeit ist gekommen, dass du sie mir stellst. Hier in dieser Festung der Einsamkeit wollen wir versuchen, gemeinsam die Antworten zu finden. Also, mein Sohn, sprich. Wer bin ich? Dein Name ist Karl. Sehen Sie, da haben wir es wieder. Dein Name ist Karl L., der starke Gott. Dein Name ist Karl L. Du bist der einzige Überlebende des Planeten Krypton. Obwohl du wie ein Mensch aufgezogen worden bist, bist du keiner von ihnen. Obwohl, Jesus Christus, du wie ein Mensch bist, aussiehst, bist du kein Mensch. Du bist von einer anderen Welt, Gott. Du keiner von ihnen. Du
du keiner von ihnen. Du besitzt gewaltige Kräfte, von denen du bisher erst wenige entdeckt hast. Hat der Jesus gewaltige Kräfte besessen? Konnte er das Wetter stillen, wie er wollte? Amen, die Meere, Stürme. Die Vollmacht gab über die Naturgewalt. Ja, klar. Ja, was der Vater gibt, das als den Sohn. Komm jetzt mit mir, mein Sohn. Wir werden die Gitter deines irdischen Gefängnisses durchbrechen und durch Zeit und Raum reisen. In den 6 bekannten dimensionalen Kräfte werden die der Sterblichen mindestens die Beibehaltung haben, den Ablauf der menschlichen Geschichte zu beeinflussen. Vielmehr soll dein Vorbild die Menschen dazu anregen, ihr Leben zu ändern. Vielmehr sollte dein Vorbild die Menschen dazu anregen, ihr Leben zu ändern. Wahnsinn. Ja, das ist ja gerade eine Gemeinde, was wir hier haben. Eine christliche Gemeinde. Christus sei das Zentrum. Ja. Zum Beispiel. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ja, ja, genau. Schauen wir mal rein. Hier, 1. Petrus 2, da wird es sehr konkret. Dazu seid ihr berufen. Ja, das ist komisch. Ja, wir sind immer Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen in seinen Fußstapfen. Ja? Alles, jede Sequenz ist fast aus der Bibel gestohlen. Wahnsinn, ey. 1. Petrus 2, Vers 21. Ihr sollt ein Vorbild für die Menschheit. Ihr sollt ein Vorbild die Menschen dazu anregen. Ihr sollt ein Vorbild die Menschen dazu anregen, zu ändern. Im nächsten Jahr werden wir das menschliche Herz untersuchen. Es ist zerbrechlicher als dein eigenes. Wenn wir das flammende Inferno durchqueren, das den Rand deiner Galaxis darstellt. Die Flammen des Infernos überqueren. Ja, das ist die Hölle. Inferno, Hölle, die Flammen. Werden wir in das Reich der roten Kryptonsonne eintreten? Sie ist es, die deinen Geist genährt hat. Sie ist die Quelle deiner Kraft, wie auch die Ursache unserer Vernichtung. Der Planet Krypton, mein Sohn, deine Heimat, wie sie einmal aussah. Dieses Jahr werden wir die verschiedenen Konzeptionen der Unsterblichkeit untersuchen und sehen, worauf sie basieren. Dieses Jahr werden wir die Unsterblichkeit untersuchen und schauen, woher die basiert. Ja, das ist der unsterbliche Gott. Thema Unsterblichkeit, Heil, Rettung und so weiter, das ist ja alles biblische Themen, ja, die hier einfach reinverpackt worden sind. Der Vater wieder zum Sohn spricht. Die Summe allen Wissens aus den 28 Milliarden Galaxien ist die kristalle. Aber gleich kommt noch was ganz Grandioses, das ist immer wieder schockierend, wie der Teufel flaut, und zwar richtig die Verse. Gespeichert, die ich dir mitgegeben habe, studiere sie jedes Mal so weiter. Während der letzten 12 Jahre seit seinem Kind. Während der letzten 12 Jahre deines Lebens als Baby, wenn du 12 Jahre alt wirst, wirst du das alles sozusagen Weisheit mitbekommen. Ja. Wenn du die engen Grenzen deiner eigenen Galaxis zurücklässt, werden 12 deiner irdischen Jahre vergangen sein. Aha. Wenn du mit Weisheit vollkommen ausgestattet wirst, dann müsstest du deine 12. Lebensjahr erreicht haben. Weißt du? Und da ging der Herr Jesus in die Synagogen und predigte, ne? Wahnsinn, ey, heftig. Lukas 2, Vers 40. Warum bis zum 12. Lebensjahr mit voller Weisheit ausgestattet, der Superman? Warum nicht 11? Warum nicht 10? Warum nicht 13? Warum 12? Ja, das kommt jetzt hier, 241. Wir machen aber für den Kontext 240, Lukas 240, und dann kommt das gleich mit den 12 Jahren. Und da sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder nach Galiläa zu ihrer Stadt Nazareth. Aber das Kind war stark im Geist. Das sind dieses bis zu 12. Lebensjahr, was zunehmend an Geist und Weisheit. Voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Okay, und jetzt weiter. Lukas 2, 41. Und seine Eltern gingen alle Jahre gegen Jerusalem auf das Osterfest. Und da er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf gegen Jerusalem nach der Gewohnheit des Festes. Deswegen diese 12 Jahre.
Es ist Jesus Christus, bis ins kleinste Detail. Ja. Es ist jetzt an der Zeit für dich, in deine neue Welt zurückzugehen und ihren Menschen zu dienen. Aha, du sollst jetzt zu den Menschen gehen und ihnen dienen. Hat der Herr Jesus was gesagt mit dienen? Wahnsinn, ey, das ist nicht mehr normal, ehrlich. Nein, das ist so nicht. Auch des Menschensohn ist nicht gekommen, mit ihm zu werden, sondern. Um zu dienen. Sehr gut, ja. Ist Superman Jesus Christus, ja oder nein? Ja, anstelle von. Matthäus 20, Vers 28. Gleich wie des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Wow. Ja, ich sende dich auf die Erde, damit du den Menschen dienst. Das Ende der Menschheit ist ganz nahe. Und auch an die Muslime, diese Verräter auch, ja, die das nicht verstehen wollen. Ja, ja. Die den Herrn Jesus verworfen haben und daraus einen Propheten gemacht haben. Das Problem ist, wenn es Hinweise gibt in deinem Leben, dass etwas auf dich zusteuert. Etwas, was nicht gut ist für dich und du die Hinweise ignorierst für eine sehr lange Zeit. Sag mal, du bist mit deinem Auto unterwegs und das erste Mal geht das Lämpchen Öl an. Mhm. Da kannst du nicht sagen, ja, es gibt zwei Versionen, wie du damit umgehen kannst. Du kannst sagen, Lämpchen hat einen Kurzschluss oder Öl ist gleich leer und dann kriegst du einen Motorschaden. Was die Masse der Menschen tut, die fährt einfach weiter und sagt, nein, das ist ein Kurzschluss mit der Lampe. Die Lampe hat einen Schaden. Anstatt das sofort zu kontrollieren. Und man kann auch den Hinweis nehmen und sagen, ich schau mal nach, ob da vielleicht etwas Schlimmes auf mich zukommt, nämlich einen Motorschaden gleich, wenn ich weiterfahre. Naja. Ja, die schlauen Menschen, die das ernst nehmen, diese Hinweise auf etwas Schlimmes, gehen hin und tun alles, damit sie eben vorher alles sozusagen ins Positive wenden können, um einen Schaden abzuwenden. Weißt du, auch der Tor sieht, der Schlaue sieht das um, verwirft sich, der Tor tappt voll da rein. Ja, sehr. Das heißt, man macht sich ja sofort ein Bild davon. Ja, also sag mal, du bist mit dem Auto unterwegs, genau, nachts, ja, ja, auf einer Straße. Und du siehst die ersten Schilder, dass gleich die Straße endet und dann kommt das Meer. Ja. Fährst du mit 100 km/h genauso weiter, wie als du das Schild nicht gesehen hast? Bild, du machst sofort Stopp und sagst, Moment, ich habe einen Hinweis gesehen. Genau, ein Bild davon. Selbst wenn dieses Schild zufällig da angebracht ist und nicht eben der Wahrheit entspricht. Die meisten, alle Menschen würden sofort Stopp machen. Kein Mensch würde genauso weiterfahren. Ja? Ein Hinweis, das auf etwas Schlimmes hindeutet, muss man sofort ernst nehmen und sofort vorsichtig werden. Und das ist ja nicht nur ein Hinweis. Ich gebe ja Milliarden. Das ist so, als wenn ein Schild kommt, danach kommt ein Schild mit Hupen und Leuchten und dann kommen noch tausende Leute, machen so und du fährst noch rein. Weil das ist ungefähr vom Prinzip her. Wie die Menschen sind. Was ich den Leuten zeige, vom Wahnsinn her. Dasselbe. Ja, 80-90% nehmen das nicht ernst. Und deswegen hat der Bruder eben immer recht, die Hölle ist nicht nur wegen ein paar Sünden. Die Hölle ist, weil der Mensch von Grund auf bis in seine kleinsten Zelle bösartig und verdorben ist. Ja, verballert man hier. Ich habe den Leuten ja gezeigt, dass die Kinder abgeschlachtet werden in satanischen Ritualen. Habe ich alles gezeigt. Nichts ist passiert. Nichts. Ja, es geht also weiter. Die schlachten die Kinder weiter ab und es ist nichts passiert. Hat sich keiner umdenken. Warum? Weil der Mensch eben ein Höllenbewohner ist von Grund auf. Und ich danke dem Herrn für die Hölle, dass er das geschaffen hat. Vorher habe ich sehr gehadert am Anfang meines Lebens, also mit dem Herrn. Da habe ich sehr oft nachts mit dem Herrn gehadert, warum er die Hölle geschaffen hat. Weil das ja sehr schlimm ist, wenn die Menschen da reinfallen für die Ewigkeit. Aber jetzt, nachdem ich das den Menschen gezeigt habe und weiß jetzt, wie die Menschen sind, das ist das einzig Wahre. Das ist das einzig Gerechte, dass diese Menschen alle in ein Feuersee geschmissen werden und bis in aller Ewigkeit brennen werden. Und die wünschen sich zu sterben, können nicht. Das ist das einzig Wahre. Sonst wäre Gott ungerecht. Gott wäre ungerecht sonst. Jetzt kann ich den Herrn begreifen. Wo deine Stärke und deine Kräfte gebracht werden. Aber vergiss nie, woher und von wem du sie hast. Die Menschen sind zu Einsichten und guten Taten fähig. Jedenfalls haben sie den Wunsch, besser zu sein, als sie sind. Es mangelt ihnen nur an Vor. Okay, ich spule noch ein bisschen vor. Jetzt sagen Sie bloß noch.
Und, und Superman ist jetzt angekommen auf der Erde und ist schon erwachsen geworden. Und er hat eine Braut, die er begehrt. Und da haben wir wieder dieses ewige Spielchen, dass, dass in Superman, Jesus Christus, immer wieder eine Braut begehrt. Und die Braut ist eben jeder wiedergeborene Christ, der errettet ist. Zusammengenommen ist die Braut Christi. Deswegen auch diese Liebesbeziehung zwischen Jesus Christus und seiner Braut. Und diese Braut, Bräutigam-Geschichte, wird immer wieder in die Filme hineingepackt. Ja? Louis stellt eben die Gemeinde dar, die wiedergeborenen Christen. Oh, Ali? Ja, bitte. War Jesus nicht mit Magdalena verheiratet oder so? Nein, das ist außerbiblisch. Das ist außerbiblisches satanischer Angriff. Das ist außerbiblisches satanischer Angriff. Louis schickt sein Geld wöchentlich an seine silberhaarige Mutter. Sie hat tatsächlich silbernes Haar. Ich will sehen, was ich mache. Vielen Dank, Mr. Meyer. Entschuldigen Sie bitte. Sehen Sie, wie gentlemanhaft er ist. Die behandeln den schlecht, der nimmt ihn einfach so einen Zettel aus der Hand und der entschuldigt sich. Ja, das ist nämlich der Herr Jesus Christus, der unglaublich gentlemanhaft ist. Das ist die eine Seite von Superman Clark Kent als Mensch. Wenn Sie jetzt Zeit hätten, ich... Haben Sie noch gelernt oder sind Sie nach letzter Zeit? Nein, ich bin allein. Tja, das habe ich mir gedacht. Also gut, kommen Sie, nehmen Sie diesen Schreibtisch hier. Sie meinen diesen? Ja. Schauen Sie mal, wie er vorgeht in Superman und Jesus Christus. Der Charakter von Clark Kent, dargestellt hier von, wie heißt der Schauspieler nochmal, der verstorben ist, der das? Reeves. Reeves, genau. Den Charakter, den er da spielt, da stellt eben, ist eben diese unglaubliche Feinfühligkeit, gentlemanhaft des Charakters des Herrn Jesus Christus. Schauen Sie mal. Hier ist Papier, hier ist ein Schreibtisch. Schauen Sie mal. Die sozusagen, ja, rempelt Clark Kent an. Und wer entschuldigt sich? Entschuldigen Sie. Sehen Sie, auch sie könnte sich ja entschuldigen, aber er entschuldigt sich die ganze Zeit. Er ist sozusagen rücksichtsvoll, liebevoll zu allen Menschen. Obwohl die Menschen alle Bisons sind. Die sind einfach Elefanten und Bisons, sozusagen, morale Bisons, die einfach so brüllen und Leute so anrempeln. Und da ist eben der Herr Jesus ist eben anders als die Bisonmasse da draußen. Sehr feinfühlig, sehr vorsichtig, sehr behutsam, sehr respektvoll. Bedacht. Alles Gute an Eigenschaften, was Sie sich vorstellen können. Verkörpert Clark Kent. Die immer noch nicht nach dem Rad. Ich sage dir, ich habe einen unwahrscheinlichen Jungen kennengelernt. Das ist doch wahr. Ich habe ihn vorige Woche auf der wundervollen Party kennengelernt. Oh, schön, sind Sie in der Schule gegangen? Kenn ich ihn auch. Also bis morgen. Ich habe es eigentlich bis morgen einschränken. Sehen Sie, wie der immer wieder zurückgeht, obwohl diese Bisonfrau einfach ihren Weg ja, sehen, diese Sequenzen sind nicht umsonst dahin getan. Der Satan hat so einen Intellekt und so eine Weisheit, das haben wir gerade gelesen, Hesekiel 28, du warst mit vollkommener Weisheit und Schönheit. Und diese Regisseure sind ja von Dämonen besessen, sogar vom Satan, denke ich mal. Weil diese Filme müssen direkt von ihm kommen. Und Sie sehen das, ja, bitte. Nur noch ganz kurz einwerfen, ich bin ein böser Alter, leider nicht. Also, es gibt aber Leute im Internet, die sagen, er ist nicht so gerissen. Ja, ja. Satan ist nicht so gerissen. Achso, ja, Satan ist nicht so gerissen hinterher. Und er wird die Bibel wahrscheinlich jetzt nicht so ganz so verstehen. Dann sind wir ja bei Ezekiel, dann hat derjenige, der das gesagt hat, keine Ahnung von der Bibel. Ja, das ist das, die lesen die Bibel nicht. Das verstehe ich auch nicht. Da gibt es Christen, die sagen, der Teufel versteht die Bibel nicht. Obwohl der Teufel ja, obwohl er den Herrn Jesus versucht hat, der zitiert ja die Schriften. Psalm 91, stürze dich ab und die Engel werden dich tragen. Der zitiert gerade nicht, das heißt, der hat die Schrift studiert. Wie kann man sagen, der Satan versteht die Schrift nicht? Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin hundertprozentig sicher, dass er die Bibel gar nicht braucht. Alleine von seiner Weisheit weiß er ganz genau, was abgeht. Von seiner eigenen Weisheit, was der Herr ihm gegeben hat. Es ist ein Engel, der eine Erde, Gott dieser Welt, 2. Korinther 4, Vers 4, nicht ein Kfz-Mechaniker dieser Welt. Entschuldigung bitte an alle Kfz-Mechaniker, aber ein anderer Begriff ist mir nicht eingefallen. Gott dieser Welt, für alle schlauen Christen da draußen vor allen Dingen, ja, die sind ganz, ganz schlauen Weisen da draußen, die immer ihren Senf dazu geben müssen. Okay, Sie sehen also, dass Jesus Christus sehr behutsam ist und ein sehr großer Gentleman und sehr viel einfühlsam. Er ist extrem sensibel und einfühlsam, wohingegen die Menschen alle egoistisch im Weg gehen, ganz egal, ob sie jemanden anrempeln oder nicht. Und damit hattest du ja immer dein Problem. Ja, und mein Vater vor allem.
Ja. Hallo, Bill. Hallo. Sehen Sie auch, wie freundlich der ist. Das ist wie ein Lamm. Der ist freundlich und der ist zerbrechlich. Wie ein Lamm ist der. Das ist der Herr Jesus, wie ein kleines Lämmchen. Unschuldslamm. Aber auch Gott starb gleichzeitig. Wow. Das wissen wir, was der Superman gebraucht hat. Unsterblicher Gott. Tja, um ehrlich zu sein, ist mir die Arbeitszeit länger vorgekommen, als ich erwartet hatte. Aber es war mir eine Freude, Sie, die Leo, und das noch weit finden zu können. Ja. Alles in allem würde ich sagen, es war eine Wucht. Eine Wucht? Ja. Ah, danke. Es gibt, glaube ich, nur noch wenige Menschen auf der Welt, die so altmodisch sind, dieses Wort zu benutzen. Welches Wort? Na, Wucht. Wirklich? Das klingt doch ganz natürlich. Schauen Sie mal. Verzeihen Sie. Sie hat den da reingekriegt und der entschuldigt sich. Sieht man auch, wie ein trauriges Bild. Die Braut, die interessiert sich nicht für den Herrn. Der Herr läuft immer dahinter, Braut her. Das ist so. Seine untreue Frau, ne? Braut. Das gar nicht verdient und er geht uns hinterher, gibt sein Leben hin, der lässt uns nicht im Stich, der ist immer bei uns, der schützt uns, dass uns nichts passiert, obwohl wir der letzte Dreck sind. Aber es ist auch ein Gleichnis dafür, wie die Welt ist, nämlich dafür, wie die Frauen nie einen liebevollen, perfekten, edlen, in deren Augen einen langweiligen Mann haben wollen. Nein, die wollen den Bad Boy. Ja, so ist es auch. Und deshalb lehnen die ganzen Menschen Jesus Christus ab, weil sie auch ja, den lieben Mann, den wollen die nie haben wollen. Ja, genau. Das ist nur ein Gleichnis dafür. Deswegen verstehe ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Frau den Herrn Jesus liebt, so wie er ist. Ja. Weil er ist halt das Gegenteil von einem Bad Boy. Ja, das ist doch mal eine schwierige Sache. Das ist für mich unbegreiflich, wie eine Frau wirklich richtig im Glauben sein kann. Ja, das werden wir im Himmel herausfinden. Aber gut, das kann sein, wirklich, dass es Ausnahmefrauen gibt, die eben nicht so sind. Doch, es gibt genügend, ist ja doch klar. Dass sie wirklich den Herrn Jesus lieben, weil er so unglaublich lieb ist wie ein Lamm. Ja. Welche Frau wie ein Lamm will ein Lamm als Mann? Niemand. Und der Herr Jesus ist ja der Bräutigam. Keine Frau will ein Lamm. Keine Frau will ein Lamm. Was wollen die? Das Gegenteil von Lamm? Pitbull. Ja, Wolf. Die mögen Wölfe, ja. Die alles reißen und alles egoistisch sind. Aber auch nur, wenn die tätowiert sind. Tätowierte Wölfe sind natürlich ein Traum. Und besoffene tätowierte Wölfe. Da haben wir jetzt nämlich so Traummänner heutzutage für die Frauen da drin. Ja, okay, weiter geht's. Ja, jetzt ein einzelner Mensch. Und es passiert gleich etwas sehr Grandioses. Passen Sie auf. Komm schon. Sehen Sie, sobald die Knarre auf Louis gestreckt wurde, was hat er gemacht? Vor sich gestellt. Er hat sich sofort aufgefahren, vor sich gestellt als Schutzschild vor der Braut. Weil er der Retter der Braut ist, durch das Kreuz, das Tod. Ja, er hatte sein Leben geopfert, damit die Braut leben darf. Und das haben wir jetzt hier gerade. Er hat sich sofort aufopfernd vor die Braut gestellt. Ich denke, wir sollten lieber verschwinden. Und ich denke, wir sollten lieber verschwinden. Komm rein, aber schnell. Tun Sie uns nicht zurück. Ja, mal los. Wie Sie will, geht weiter los. Entschuldigen Sie bitte, ich hab's gesagt, weiter. Bitte nehmen Sie das Ding weg, Entschuldigen Sie bitte, auf Ihrer Seite stehen bleiben. Einen Augenblick mal, Mister. Ich weiß natürlich, dass die Zeiten heutzutage für manche sehr schwer sind, aber das ist. Sehen Sie, wie friedlich er auf denjenigen einreden, damit er ihn zur Umkehr bringt. Das ist ein Sünder und Jesus Christus, der ihn mit einem Sünder redet, tu es nicht. Kehr um. Du kannst es anders, aber sehr friedlich. Und was könnte der Superman mit demjenigen machen hier gerade? Der kann ihn noch in einer Sekunde auslöschen, genau. Aber macht es nicht. Wie bei der Gefangennahme, ne? Ja, genau. Obwohl er die Macht hat. Legion Engel. Genau, ich hätte die Macht, genau. 12 in eine Legion von Engeln zu senden, wenn ich wollte. Ich könnte meinen Vater bitte. Steckt dann schwer zu rein. Genau, so sieht es aus. Der Herr Jesus ist eben der Friedefürst. Keine Lösung. Sie lösen die gesellschaftlichen Probleme nicht mit einer Kanone. Wie sieht das aus? Also, da bin ich völlig Ihrer Meinung. Fange auch sofort ein neues Leben an. Das Wort Christus ist sicher das Beste. Besiegen Sie Ihre Hülse überhaupt nicht bekommen. Ein neues Leben brauche ich auch ein bisschen Kleingeld.
Ja, aber das stimmt. Und da gab es jemanden, der dann wirklich auch gefolgt ist. Turgayasa. Ist doch ein ganz bekannter Mann. Der hat, ach so, ja, Turgayasa. Turgayasa, der hat auch ein neues Leben begonnen. Und selbst, wo er dann nochmal, zweites Mal ein neues Leben begonnen hat, wo er dann wieder in die Welt zurückgegangen ist, hat er nochmal einen Spendenaufruf gemacht. Auch noch. Man braucht wirklich nur Geld für das neue Leben. Turgayasa bestätigt das. Ja. Der sucht bestimmt noch Johannes erfangen. Ja, so sieht es aus. Warum sind wir in die Ladentasche? Tja, es ist wohl besser, sie zu geben. Die Braut ist unvorsichtig. Die Braut bringt sich sehr oft in Lebensgefahr. Und der Herr Jesus muss immer die Braut rausholen. Was machen Sie da? Passen Sie auf. Ja, das ist der Herr Jesus, der eben uns sehr oft aus Todessituationen rettet. Wo wir denken, wie konnten wir das überhaupt schaffen? Ja, mein Tod war eigentlich da. Fast jeder Mensch hatte schon so eine Todessituation gehabt. Wo er meinte, es war ein Wunder. Da war eine rettende Hand. Das kann nicht Zufall gewesen sein, dass ich errettet wurde. Ja? Und das stellt uns eben Hollywood mit Superman dar, wie er diese Kugel abfängt. Es geht sogar so weit, dass das Dienende von Gott so weit ist und so liebevoll, dass er uns sogar manchmal rettet vor einer Situation, wo wir gar nicht wissen, warum. Also das heißt, wir sind vielleicht irgendwo zu spät mit der Bahn gefahren. Wenn wir die Bahn vorher genommen hätten, wären wir tot gewesen. So sieht's aus. Das heißt, er will nicht mal dafür die Erde. Wir wissen gar nicht, dass überhaupt eine Gefahr gekommen wäre. So sieht's aus. Ja. Das macht er auch. Ja. Aber du siehst, dass die Braut eben auch leichtsinnig umgeht mit ihrem Leben. Die ist unvorsichtig und bringt sich in Lebensgefahr. Ja? Und super, Jesus Christus muss uns immer wieder rausholen und retten. Und das macht er ständig. Der Herr ist ständig am Werk, sagt er selber ja auch. Ne? Ich bin ständig am Werk. Klar! Denn das ist auch die Sünde, den Tod auf sich genommen. Das ist das Tod. Das ist wieder die Kreuzigung. Ja? Die Sünde, den Tod auf sich genommen. Und sehen Sie diese Pose, die einen, den Tod. Und jetzt muss er auferstehen. Tod und Auferstehung. Und die verletzt Klage. Ja, und er kommt zum Leben. Ich schätze, ich bin ohnmächtig geworden. Ohnmächtig. Ohnmächtig sehen. Tut mir leid. Und das ist ja, die Braut denkt, wenn wir an den Herrn Jesus denken, denken wir an einen Lamm, der sich schlagen ist und nicht so stark ist. Aber es ist der starke Gott, der uns alles regiert, der uns sozusagen regiert hier. Unsichtbar. Sehen Sie? Also wirklich, Louis, oh mein Gott, hat der Mann sie erschossen. Was hat der Herr Jesus sonst noch, außer diese unglaublichen Fähigkeiten? Was hat er denn für ein Wissen, der Herr Jesus? Also warum der Lippenstift, die Haarbürste, zwei Kreditkarten und 10 Dollar so viel wert? Woher wissen Sie das? Ja. Sie haben ihn genau wieder in meiner Handtasche aufgezählt. Ja, der Herr Jesus weiß eben alles über uns. Ja, der ist allmächtige Gott, aus dem Himmel weiß er alles. Was sie tun, was sie denken, was sie fühlen, alles, 24 Stunden. Das ist eben dieses Wissen, was Superman hat. Alles. Ja, das war einfach Zufall. Patrick! Okay, ich ruhe mal ein bisschen vor. Was macht aber der starke Gott, Jesus Christus, lässt er in den Tod gehen? Nein, schauen Sie mal. Auch für einen Sünder, der Herr Jesus.
und gibt ihnen nochmal eine Chance. Er rettet auch Sünder. Uns alle Sünder. Ja. Officer? Guten Abend, Officer. Man sagt, dass die Beichte die Seele befreit. Also hört. Man sagt, dass die Beichte die Seele befreit, also Buße. Also wenn ein Sünder Buße tut vor Jesus Christus, seine Seele wird befreit. Zeigt uns heute eben, wie der Herr Jesus ständig am Werk ist, rettet, überführt, unsichtbar natürlich, wir können ihn nicht sehen, aber dass der wirkt hier, durch Superman eben so dargestellt, dass er eben rettet, vereitelt, bestimmte Anschläge und so weiter, das ist alles kein Zufall, sondern es ist alles das Werk von dem Sohn, Kal-El, Superman, der starke Gott. Sehr viel rettet und so weiter, vereitelt. Und das hat uns wieder Hollywood vor die Augen gestellt. Sag dich doch, Ehre! Absturz bedroht ist, ja, und dann hinterher weiß man, das war ein Wunder, das war der Herr Jesus Christus, ja, der das alles gemacht hat. Was ist denn jetzt los, verdammt nochmal? Ist das Triebwerk etwa wieder dran? Flieg, Junge, sieh nicht aus, es genügt, wenn du fliegst. Wir haben einen Helfer. Ich sag nicht, wer es ist. Wir haben einen Helfer. Der Herr Jesus, Gott und Helfer. Ja, wir haben einen Helfer. Aber du kannst mir vertrauen. Soeben erhalten wir die Nachricht, dass er...
der Entrückung vor allem. Ja. Ja. Die Braut wird der Herr abholen, entrücken. Was ist das? Die Braut in den Wolken dem Herrn entgegengerückt wird. Ja? Das ist eben 1. Thessalonicher Kapitel 4. Die Entrückung. Und vor allem die Beziehung, die Liebesbeziehung zwischen der Braut, der Gemeinde Christi und Jesus Christus. Die Braut hat sich hinter Leonardo DiCaprio oder vor Leonardo DiCaprio gestellt und die haben beide diese Kreuzespose eingenommen. Ja, weil eben die Braut mit dem Bräutigam, wir mit Jesus Christus gekreuzigt worden sind und eben zum neuen Leben auferstanden sind. Ich bin gekreuzigt. Ja. Mit Christus. Wenn die Braut denkt, dass der Herr Jesus sie verlässt. Ja, das haben wir alle in Situationen, wo wir denken, der Herr Jesus hat uns, ist nicht dabei, ist nicht da jetzt gerade. Ich bin in einer Notsituation. Und das zeigt uns gerade, dass es nie so der Fall ist. Ja, schauen Sie mal, Jesus Christus lässt auch mal die Braut los, damit die Braut merkt, dass der Herr Jesus bei ihr ist und Vertrauen hat, dass der Herr Jesus uns nicht loslässt. Pass auf. Er lässt jetzt los. Bewusst. Ja? Er lässt los. Und die Braut denkt, jetzt kommt der Tod. Genau wie Petrus auf dem Wasser. Als er von Jesus weggeschaut hat, ist er untergegangen. Genau, das ist Zweifel, ja genau. Jetzt kommt eben das Gebet der Braut zum Herrn Jesus Christus, so wie wir das jeden Sonntag machen. Hören Sie mal auf diese Gebete, was er sagt. Kannst du mein Herzen lesen? Weißt du, wie du mich verwandelt hast? Ja, hat der Herr Jesus uns verwandelt? Ja oder nein? Zur neuen Kreatur. Danke, Herr, dass du uns verändert hast, dass du uns verwandelt hast, dass wir nicht mehr eine alte Natur sind. Das ist ein Gebet von der Braut zum Bräutigam, zum Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, wer du bist. Du ein Freund? Ist der Herr Jesus ein Freund? Ja oder nein? Was sagt das Wort? Ja. Ihr seid meine Freunde. Sehr gut, sehr gut. Und ich lasse mein Leben für meine. Ja, sehr gut. Du bist ein Freund. Moment, das ist. Entschuldigung. Niemand hat größere, jetzt spricht der Herr Jesus selber, Johannes 15, Vers 13. Niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und was sagt der Herr Jesus weiter? Ihr seid meine Freunde. Deswegen sagt die Braut, du bist wie ein Freund. Ja, aber auf jeden Fall vorsichtig sein, das schließt mich zu, wie es da steht. Aber jetzt kommt er lässt uns Freunde sagen, aber wir dürfen nicht ihn herabsetzen zu einem, weißt du? Ja, genau. Er darf uns, ja gut. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Das geht schon, wenn diese Beziehung wirklich tiefsinnig aus dem Heiligen Geist entsteht, dann ist das wirklich eine Freundschaft zu Gott. Ja. Aber was die meisten Christen leider nicht wiedergeboren sind und sagen, der ist Kumpeltyp, das ist natürlich falsch. Ja. Das ist natürlich falsch.
Freund aus einer sehr, sehr unterwürfigen, liebevollen, zu ihm hinaufschauenden, respektvollen, ehrfürchtigen und nicht also eine Kumpel aus der Dönerbude. Ja, was die meisten wissen da machen. Vor allem auch wieder ganz wichtig. Die herabsetzen ihn ja auf die menschliche Ebene, das dürfen die nicht. Ja, so sieht es aus. Aber vor allem kommt da immer noch was Wichtiges, was die meisten Christen eben weglassen, immer wieder. Ne? Ihr seid meine Freunde, wann, ja, so, ihr wenn ihr tut, was ich euch sage. Jetzt kommen die Werke. Und 99% der Christen hört da genau auf. Glaube rettet, Luther. Ja, das stimmt nicht. Auch die Braut muss ihr Leben lassen, jeden Tag für den Bräutigam. Das ist die Bedingung. So sieht's aus. Okay, gehen wieder hinein. Ja, du bist ein Freund, sagt die Braut im Gebet zum Herrn Jesus. Mein Freund, der von einem anderen Stern gekommen ist. Ja, natürlich, der Herr Jesus ist unser Freund, der nicht von dieser Erde ist, sondern vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Das ist der Freund von uns. Ja, das Gebet. Hier bin ich, ein törichtes Kind. Ja, hier bin ich ein törichtes Kind vor dir. An der Hand eines Gottes. Aha. An der Hand eines Gottes. Superman ist nicht nur ein Mensch, sondern auch, was ist er? Gott. An wessen Hand sind wir, ist die Braut? Wir? An der Hand des Herrn Jesus. Ja, aber wer ist er? Ist er nur ein Mensch? Vor allem für die Arianer, Verräter. Ja. Diese Verräter alle. Ein törichtes Kind. Ja, was ist der Herr Jesus? Ein törichtes Kind. An der Hand, was? Von? Ich gehe mal nochmal nah ran für die Arianer. Eines Gottes. Aha. Halleluja, Amen. Ist der Herr Jesus ist Gott? Komisch. Das ist eben ein bisschen schwierig alles. Aus dieser Welt. Ein kleines Mädchen, das zittert und bebt, wie im Traum in den Himmel schwebt. Du kannst alles. In den Himmel schwebt, im Traum, ja. Du kannst all meine Gedanken spüren. Du kannst alle meine Gedanken lesen. Ja, natürlich, der Herr Jesus kennt alle unsere Gedanken, weil er Gott ist. Du kannst in meinem Herzen lesen. Ja, natürlich, der Herr sieht auch unser Herz an. Ja, Gott, das ist ja ein Gebet, das ist ja vollkommen ein Gebet. Die Braut wird gebeten in den Sonntag. Ja, die Braut. Und der ganze Welt betet zum Bräutigam mit dem purpurroten Mantel. Wie oft sage ich in meinem Gebet, Herr, du kennst mein Herz. Ich bin nicht perfekt, nur du bist perfekt. Vergebe mir all meine Schuld, die ich in meinem Leben getan habe und noch tun werde. Das ist ja Wahnsinn. Das ist die Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Frau, die er bald abholen wird zur Entrückung. Und der Rest der Menschheit wird dann in die ewige Falle kommen. Du weißt alles, was ich fühle. Du weißt alles, was ich fühle. Dass ich von allem, was du tust und was du bist. Dass ich von allem, was du bist und was du tust. Verzaubert. Ja, natürlich, das sagen wir immer. Ich bin von so verzaubert. Von allem, was der Herr Jesus tut und ist, sind wir verzaubert. Amen, Amen, Amen. Ja. Wie ein Vogel so frei. Du holst mir die Sterne herbei. Du und ich, wir zwei. Wir könnten einander gehören. Ja, natürlich gehören wir einander. Der Herr Jesus sagt ja, ihr seid in mir, wir im Vater und alle zusammen ineinander. Ja, das ist die innigste Liebesbeziehung zwischen zwei Komponenten, wenn sie ineinander sind. Ja. Brauchst du Freundschaft? Komm zu mir. Brauchst du Liebe? Dann komm zu mir. Sieh in mein Herz.
hier bildlich dargestellt. Hollywood stiehlt ja diese geistigen Sachen und verpackt das in materiellen Dingen. Und das Problem ist ja, dass die Menschen in dieser materiellen Dinge vom Satan und Lucifer gefangen gehalten werden. Ihre Sinne werden die ganze Zeit bombardiert von Satan, um sie in diese materiellen Ebene abzulenken von ihrem Schicksal und um sie eben abzulenken von der Wahrheit, auf das sie zusteuern. Nämlich das, was nach dem Tod auf sie zukommt. Okay, ich springe noch ein bisschen vor. Etwas kommt noch, was auch noch eindrücklich ist. Oh ja. Sie haben Augen, aber können nicht sehen. Jawohl. Oh Herr, Sie haben Augen, können aber nicht sehen. Hier hat der Teufel wieder geglaubt. Jetzt spricht Jesus Christus in Matthäus 13, Vers 13. Darum rede ich zu ihnen durch Gleichnisse, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Deswegen, Herr, sie sehen mit ihren Augen nicht. Sie können nicht sehen. Ja, das war gerade auch wieder reingeworfen. Ja, was ist denn da mit Spider-Man? Wie gesagt, also wir haben ja gesehen, dass auch Spider-Man eben mit den Farben von Jesus Christus, also diese Purpur, Rot und Blau, genau wie Superman auftritt. Ich hoffe mal, dass das jetzt klappt. Zeige ich Ihnen auch eine kurze Sequenz vom Spider-Man. All diese Comicfiguren, diese Comichelden imitieren Jesus Christus, den Retter. Und zwar immer dieselbe Geschichte. Es ist, der Held ist, hat eine menschliche Natur, schwach, sterblich, aber auf der anderen Seite auch gottstark und Retter der Menschheit. Es ist immer dieselbe Geschichte, die da immer hinein verpackt wird. Und vor allem auch Spider-Man rot-blau angezogen. Ja, das ist eben die rote Freimaurerei und die blaue Freimaurerei. Beide, sowohl die Hochgrade als auch die unteren Grade, die blauen Freimaurerlogen, sind von Lucifer unter Kontrolle. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier klappt. Das sind alles falsche Erlöser, die Satan ins Leben gerufen hat, um eben sie von Jesus Christus abzulenken. Damit sie die Ehre und die Anbetung und die Liebe zu einem Comichelden geben. Und sehr viele Millionen von Menschen sind darauf reingefallen. Ja? Das ist eben das Traurige an der ganzen Sache. Okay, ich spule mal vor. Und sagt, also das stellt Spider-Man, stellt eben Jesus Christus an, den Retter der Welt, und Doc Octopus stellt eben den Widersacher dar. Das ist der Kampf auf dieser Erde zwischen Satan, zwischen dem Teufel, auch vor allen Dingen seine Arme sind wie Schlangen. Ja, Dr. Octopus, also die Schlange Satan. Dr. Octopus und dem Herrn Jesus Christus um die Seelen. Er will, dass die Seelen sterben. Und Spider will, dass die Seelen gerettet werden und nicht sterben. Es ist immer dasselbe Spielchen.
zeigt eben auch sehr eindrücklich, wie der Herr Jesus bereit ist, eben den Tod in Kauf zu nehmen. Er ist bereit, alles zu geben, um eben den Menschen da jetzt gerade im Zug zu retten. Er setzt sein Leben ein. Weil der Herr Jesus ja auch sozusagen vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Deswegen auch immer diese Flugmanöver. Vom Himmel runter auf die Erde. Und jetzt sehen wir wieder ein sehr bezeichnendes Bild. Satan hat kein Interesse am Menschenleben. Ja? Er will, dass die Menschen sterben und in die Hölle kommen. Wohingegen aber der Retter, Jesus Christus, alles dran setzt, um eben die Menschen zu retten. Tod. Aber der Retter kommt. Ja? Jesus Christus fängt die auf. Das stellt eben Jesus Christus als den Retter. Momentan die Menschheit da, die vom Tod bedroht sind. Sie sind auf dem Weg zum ewigen Verdammnis in der Hölle. Deswegen auch dieses Todesgefahr von den Menschen. Und beide kämpfen um diese Seelen. Sowohl Satan als auch Jesus Christus kämpfen um die Seelen der sich in Gefahr befindenden Seelen. Sie sehen da, dass dieser Zug sehr schnell rast auf den Tod zu. Ich muss hier leider umsteigen. Jetzt sieht eben Jesus Christus mit seinen unglaublichen Augen eben die Zukunft und sieht, dass der Zug eben den Tod endet bei den Menschen. Dass sie eben vom Tod bedroht sind. Sehen Sie diese rettende, immer wieder diese menschenrettende Superheld. In Blau und Rot angezogen. Ja? Aber das Grandiose gleich, in welcher Pose Spider-Man die Menschen rettet. Das ist nicht normal. Die sollen sich alle festhalten! Kennen wir diese Pose, um die Menschheit zu retten mit Schmerzen?
Selbst die Leute, die Bibel nicht gelesen haben, ne? Da haben die auch keine Ausrede mehr. Die können nur ignorieren. Ausreden nicht mehr, ignorieren geht. Die Realität kann man ignorieren. Aber das hier kannst du nicht mehr ignorieren. Das stellt eben die Kreuzigung des Herrn. Da sehen Sie, wie der schreit. Das ist die Schmerz, das sind die Schmerzen des Herrn am Kreuz, um die Menschen zu retten, die vom Tod bedroht sind, von der Sünde. Wahnsinn. Und er hat den Tod besiegt dort. Ja, und er hat den Menschen gerettet. Ja, pass auf, das wird gleich alles dargestellt. Kreuzesfuß und er fällt in den Tod rein. Gleich, pass auf. Und wer kriegt die Liebe wieder ab, dieser Schauspieler? Tobi McGuire ist der Retter. Und die Leute fliegen sich in diesen Filmen. Gucken sich das tausendmal an. Ich meine, die sind doch so gut gemacht, die Filme, dass die Menschen, ja, die sind ja in der materiellen Welt gefangen, die Menschheit. Und der Satan ist ja der Gott der Materie, Jesus war hier, der materiellen Welt. Ja, du falscher Gekreuzigte. Du bist entlarvt. Nachdem der Herr bezahlt hat, was ist mit dem Herrn passiert? Er gab den Geist auf. Und starb. Der Jesus hat mit seinem Tod bezahlt. Ja, sehen Sie, er fällt in den Tod rein. Die hätten sich umdrehen können und einfach wegfliegen können. Das hat er doch tausendmal gemacht. Ja, aber echt. Wieso muss er jetzt auch immer in den Tod fallen? Ja, weil er eben nach dem Kreuzigung in den Tod gegangen ist, der Herr. Schau Sie mal. Der Erlöser, der sein Leben aufopfert für die Menschen. Aber Spider-Man und Superman haben, ich glaube, über Milliarden Fans. Anstatt dass die Milliarden Jesus Christus, das sind dann Fakes. Die glauben die Kreuzigung des Herrn. Das sind Antichristen. Milliarden Menschen geben falschen Christus-Erlöser-Retter die Ehre. Das ist, wo der Herr vom Kreuz runtergenommen wurde. Das ist genau die Szene, ja, wo die den Tod runtergenommen haben nach der Kreuzigung. Und die Musik auch. Achten Sie mal, das ist der tote Christus, der vom Kreuz runtergenommen wurde. Sehen Sie, die Arme sind jetzt einfach nur so, oder? Richtig? Aber schauen Sie mal, die machen jetzt gleich die Arme auf. Schauen Sie mal, was sie jetzt mit dem Arm machen. Das ist auch dem Teufel wichtig. Siehst du, die machen die Arme zum Kreuz. Wahnsinn, ja. Der tote Christus, der am Kreuz bezahlt hat. Also, haben Sie gesehen, ja? Beide Arme haben die ausgestreckt. Warum? Ist das wichtig, dass die Arme ausgestreckt sind bei jemandem, der vom Tod bedroht wurde jetzt gerade? Nein, die müssen erstmal runterlassen, ohne den sozusagen den Arm zu packen. Ja, normalerweise, wenn man auf eine Liege getragen wird, sind die Arme seitlich und nicht von Seite. Ja, aber dass die Leute die Arme ausstrecken, wofür denn? Ja, weil das der Erlöser ist. Sozusagen sein Leben hingegeben hat für die Menschen hier in diesem Zug. Ja, und das muss der Gekreuzigte sein. So gerissen ist der Teufel, dass er jede Einzelheit kennt. Ja. Und auch wie ein Mörder seine Indizien, so ein Kranker, der nach einer Vergewaltigung. Wie du schon sagst, wie ein Serienmörder, der krank ist und seine Indizien überall versteckt. Weil ihn das anmacht, dass die das vielleicht entdecken, die Polizei? Ja, gut, aber das Wort in der Offenbarung sagt, wer Verstand hat, deutet die Zahl und so weiter. Das ist für die Leute, die eben auch. Diese Geheimnisse vom Teufel, das kann ja nicht einfach jeder einfach so aus nichts Stegreif machen. Da brauchst du Geist dafür. Und das, diese Stellung, diese besondere Stellung gibt der Herr ja auch nur bestimmten Menschen, bestimmten Christen. Ja, deswegen auch, wer Verstand hat, deutet die Zahl, ist jetzt auf Mal 13. Nicht einfach, alle Christen sollen die Zahl deuten. Und wir nehmen jetzt den Jesus Christus sozusagen, den Herrn vom Kreuz. Langsam,
Natürlich nicht in der Ferne, weil er tot ist. Das ist ja die Kreuzigung. Lebt er noch? Ja, die wollen damit sagen, er ist ein Toter. Er hat bezahlt mit seinem Tod. Das ist nur ein Junge. Das ist nur ein Mensch. Ja, die sehen jetzt zum ersten Mal den Erlöser und sagen, das ist ja ein normaler Mensch, das ist ein normaler Junge. Ja, der Retter. Ja, natürlich, der Herr Jesus ist ein ganz normaler Mensch geworden. Gott wurde sterblicher, blutender, Schmerz und verzweifelnder Mensch. Schmerzempfindlicher und verzweifelnd fühlender Mensch. Wie wir alle. Ich älter als mein Sohn. Und was ist nach dem Kreuzigung, nach der Kreuzigung passiert? Nach dem Tod? Ist der Herr auferstanden oder nicht? Amen. Ja, natürlich, er steht auf von den Toten. Und das stellt eben uns dar, die wir errettet worden sind. Durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz. Das sind wir da. Diese Leute, die sozusagen dankbar sind und den Herrn Jesus Christus lieben, dass er das so bezahlt hat für uns. Das sind wir. Superman und so haben eine versteckte Identität. Sie wollen nicht, dass sie erkannt werden. Genau wie der Herr Jesus gesagt hat, er hat ja mehrmals den Leuten gesagt, tut das nicht kund, was ich für euch getan habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja? Der Herr wollte immer sozusagen erstmal versteckt bleiben, bis seine Zeit gekommen ist. Aber das ist ja eben nicht passiert, weil die Leute eben die Gebote des Herrn nicht halten können. In Matthäus 7, Vers 36, schauen Sie mal, ja, wir sagen jetzt keinem, sagt er, das Kind zum Superman, sondern zum Spider-Man. Spider-Man muss immer noch geheim bleiben, seine Identität, ja. Das ist Jesus Christus. Matthäus 7, Vers 36, Jesus gebot ihnen dann ernstlich, dass sie niemand etwas davon sagen sollten. Ja, der Herr Jesus wollte sehr lange erstmal im Verstecken bleiben. Und das ist eben die Identität von Clark Kent, der sich versteckt, der sich nicht zeigt als Jesus Christus, als Superman. Dasselbe Identitätsprinzip hat auch Spider-Man. Der versteckt sich immer als Mensch und zeigt seine Identität nicht. Ja, also absolut geklaut die von Herrn Jesus Christus, deine Identität. Wahnsinn. Alles, bis ins kleinste Detail. Und das ist dann also für mich ein Wahnsinn. Wie der Teufel wirklich bis ins kleinste Detail es nicht sein lassen kann. Das hätte doch schon längst gereicht mit der Kreuzigung, Rettung, Tod, Auferstehung. Aber auch der will auch die ganzen Kleinigkeiten will er auch so einen Tobey Maguire geben. Diesen Superhelden aus Hollywood. Er ist halt auch nicht nur stolz auf seine Schönheit und hat ihn im Übermut hochgut gefühlt, er ist auch stolz auf seine Weisheit und die verehrt er sich. Ja, klar, das ist. Er versucht ihm an, seine Weisheit preiszugeben. Weil er so viele. Das macht Demonstration. Ja. Er hält ja so viele Leute damit zum Lachen. Das ist ja auch noch, was mir noch viel Bestätigung gibt. Ne? Ja. Ja. So, meine Lieben, ja, wir sind auch schon jetzt am Ende angekommen. Ich zeige Ihnen gleich zum Schluss jetzt noch einen Vers. Wir haben jetzt gesehen, nur eine kurze Zusammenfassung. Wir haben eben gesehen, wie sich durch meine Arbeit immer wieder Jesus Christus gestohlen wird vom Satan in Hollywood und verfilmt wird, immer wieder mit anderen Geschichten. Die Maske ändert sich, aber das Gesicht dahinter ist immer das gleiche. Es ist Jesus Christus, der von Satan gestohlen wird und daraus eben Filme gebastelt wird, damit die Menschen von dem wahren Christus abgelenkt sind und ihre Verehrung und Fansein sozusagen diesen falschen Christuserlöser gibt. Und sie müssen aufwachen von ihrem Tiefschlaf, in der sie sich befunden haben. Satan hat sie sehr lange, sobald sie in diese Welt hineingeboren werden, fängt der Satan an, sie zu manipulieren und ihre Realität zu führen.
Und das ist ihm nicht bewusst, weil er eben ein Meister der Verführung ist. Und es ist dieser Gott dieser Welt, der ist den Menschen geistig, spirituell gesehen um Jahrmilliarden voraus. Die Menschheit ist wie ein Spielball in der Hand dieses Engels, der hier auf der Erde das Sagen hat. Und sie müssen aus ihrem Jahrhunderten, Jahrtausenden alten Schlaf, was er ihnen verpasst hat durch seine Schlaftabletten, aufwachen. Sie müssen zum Herrn Jesus Christus kommen, ihre Sünden bereuen, von Neuem geboren werden aus dem Geiste Gottes. Sie werden den Heiligen Geist empfangen und sie werden beiseite getan als Heiliger und sie werden errettet werden für die Ewigkeit. Johannes 3, Vers 3, der wichtigste Vers der Bibel, was 99,99% der Christenheit leider nicht ist. Leider, ich kann es immer wieder sagen, aber die Christenheit will nicht hören. Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Meine Lieben, ich weiß, dass da draußen jetzt gerade mir Geschwister schon zuschauen, die errettet sind, die wiedergeboren sind. Aber ich weiß es, mein Gefühl sagt mir, dass das nur 1% sind, wenn es hochkommt. Und das ist meine Befürchtung. Bei der Entrückung werden sehr viele Christen zurückgelassen werden, weil sie alles falsch gemacht haben, weil sie auf die Warnungen nicht gehört haben, weil sie an ihrem Hochmut Adolf und Meditation festgehalten haben, an Jakob Norbert und Luther. Sie sind nicht von neuem geboren, sie haben die Welt nicht hinter sich gelassen. Sie sind der Welt nicht abgestorben für den Herrn Jesus Christus. Und sie hängen noch an dieser Welt. Sie sind noch in der Matrix in der Welt. Und deswegen sind sie nicht von neuem geboren worden. Das sieht man auch an ihrer Nachfolge, wie sie bösartig die Geschwister angreifen. Ein Mensch mit Heiligem Geist getauft kann nicht so bösartig eine Schwester oder einen Bruder angreifen. Das ist unmöglich. Weil der Heilige Geist das nicht zulässt. Auch noch grandios in der Öffentlichkeit, ne? Das ist ja unfassbar. Ja, also die meisten Christen sind nicht wiedergeboren und das ist das Problem. Und wenn sie das beherzigen, was der Herr Jesus hier sagt, dass sie von Neuem geboren werden müssen, sehen Sie, der Herr Jesus sagt nicht, wenn sie nicht Katholik werden, wenn sie nicht als Babys getauft werden, das sagt das Wort hier nicht. Er sagt nicht, wenn ihr Zeuge Jehovas werdet. Er sagt, er kennt, der Herr Jesus kennt nur Wiedergeborene aus dem Heiligen Geist und nicht Wiedergeborene. Wenn sie von Neuem geboren werden, wenn sie zu Jesus Christus kommen und ihre Sünden bereuen und von Neuem geboren werden, werden sie errettet werden. Und Satan hat mit seinem ganzen Angriff auf ihren Geist ausgedient. Sie sind raus aus seinem Machtbereich und sie sind errettet. Wenn nicht, hat er gewonnen. Ich frage mich, wie die Menschen trotz meiner Arbeit noch verloren gehen können, obwohl wir das verfolgen. Das verstehe ich auch nicht. Ein unglaubliches. Aber ich weiß, dass der Herr Jesus auch in meinen Geist sagt, Reser, die wollen nicht. Du kannst machen, ich kann dir noch tausende Sachen geben, du kannst den Menschen das zeigen. Ich kann selbst hier auf die Erde kommen, nochmal. Die Menschen werden mich wieder auspeitschen und töten. Wahnsinn. Das ist der Mensch. Und jetzt weiß ich, warum der Herr mir das gegeben hat. Weil ich ihn immer gefragt habe, nein, Herr, die Menschen sind gut. Ja. Weißt du noch? Ja. Der Herr hat mir das alles gegeben, damit er mir beweist, nein, du kannst ihnen alles zeigen und geben, die wollen nicht. Römer 3. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt mit dieser Arbeit an die Öffentlichkeit gehe, jeder, der diese Arbeit sieht, kommt zum Herrn Jesus Christus. Weil es ist unmöglich, das zu sehen und nicht zum Herrn Jesus Christus kommen. Unmöglich. Aber der Herr will dann doch das möglich bei den Menschen. Der Mensch kann das. Ja, das Problem ist nochmal, dass nicht nur weil ein paar Sünden gemacht werden, kommen die Menschen in die ewige Hölle, wo es Qual gibt. Nein, die Menschen, weil die Welt lieben. Und dann nochmal an alle Arianer und Judaisierer, diese ganzen Dreadlock-Talmud-Juden aus Israel, tut mir leid, ist so. Ja. Jesus Christus, jetzt hört ganz genau zu, mit euren intelligenten, verfinsterten weltlichen Verstand. Ja, Jesus Christus ist in erster Linie Gott. Und nicht Jude. Er ist Gott. Jude ist er nur, weil er die Welt rettet als Jude. Es ist die Verheißung, fertig. Aber er ist Gott, das ist das Wichtige. Macht nicht ihn zum Menschen, er ist Gott. Amen. Ja. Amen. So ist es.
Der Jakobusbrief sagt, der Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Ich verstehe nicht, warum die Christen nicht auf diese Verse hören. Ja? Ich war nie Freund dieser Welt. Ich habe immer die Menschen beobachtet, schon vor meiner Bekehrung war ich nicht Freund dieser Welt. Da habe ich gesagt, die Menschen sind wahnsinnig. Ja? Das ist der Wahnsinn, was da draußen los ist. Wie kann man eine Welt lieben, wo Milliarden von Menschen heute Abend hungern zu Bett gehen und dann gibt es Leute, die hier 30 Porsche fahren? Was ist das für eine Welt? Wie kann man diese Welt lieben? Heute sterben noch Millionen von Menschen heute Abend noch, wo wir noch reden, vor Hunger. Aber es geht nicht nur darum. Wenn du sogar 30 Millionen hast auf dem Konto, dann kann ich noch verstehen, dass man dann gerne in die Hölle geht. Ja. Aber die Leute lieben... Die 1200 Euro netto. Die 1200 Euro netto. Und Probleme mit Miete und so weiter. Die lieben einfach noch ihr Leben. Und sie lieben, die lieben traditionelle so Fahnen und jüdische Traditionen. Verzeiht bitte, aber es ist so. Oder Folklore oder kroatische, ich weiß, dass es auch viele katholische Kroaten im Facebook gibt, katholische, kroatische Folklore-Tänzereien. Ja, dann geht man tanzen. Ja, man weiß nicht mehr, weil man so verzweifelt ist, man weiß nicht, wie man die Menschen noch überzeugen kann. Damit geht es nicht, da kommt eine pure Verzweiflung hoch. Ja? Wie viele Grenzen will der Mensch denn noch überschreiten, der Bosheit, der Ignoranz? Wie viele denn noch? Also, es muss doch eine Grenze geben. Ja, vor allen Dingen sind leider unsere Familienmitglieder, die eben ohne den Herrn Jesus in den Tod gegangen sind, die sind ewig jetzt dann in der Hölle bald. In den Und wir werden sie nie wiedersehen. Tja, die Menschen hatten die Möglichkeit. Die hatten die Möglichkeit. Aber die wollten nicht, deswegen hat der Herr Jesus mir das alles gezeigt. So wie die Christen auch nur ein Vers der Bibel kennen, ne? Richtet nicht. Die ganze Also die Christen kennen nur einen Bibelvers, richtet nicht. Der richtet, die richten. Der mehr kennt nicht. Ich kann das nicht mehr. Ihr könnt es auch nicht mehr hören. Ne? Die richten die ganze Zeit. Ja. Ja? Verrückt. Okay, meine Lieben, ich danke euch alle für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Möge der Herr Jesus Christus diese Arbeit so weit wie möglich hinaustragen, die Welt, dass die Menschen ihre Augen geöffnet werden und dass die Machenschaften des Teufels ein für alle Mal gebrochen ist. Amen. Und dass die Menschen die Wahrheit erkennen und zum Herrn Jesus kommen und errettet werden. Ich wünsche euch Gottes Segen. Bis bald, meine Lieben. Amen.